Wo zum Teufel habe ich dich eingesammelt? Also wir haben uns ja damals kennengelernt als Da lagen jetzt einfach random gelbe Stiefel rum. Ah ja, guck mal. Okay. Stimmt eigentlich, weiß haben wir uns zum ersten Mal so über den Weg laufen. Über Ich glaube, was? das war im Stream von Amras. Nein, ich meine jetzt halt, privat. Was wir da haben wir da D&D irgendwas plan gehabt? Also wie, genau, also wie gesagt, kennengelernt haben wir uns ja bei dem Stream. Dann hatten wir Komm es. mal du ganz schnell in diesen Tempel rein, sonst bin ich hier. Ah. Oh, hi. So, besser. So, ein Langschwert. Kannst du was? Ja. Usch. Ja, und dann haben wir irgendwann auf die Idee gekommen, hey, wir könnten auch mal D&D spielen. Genau. Und da gab es. Erst bin ich ja dann zu der Dings-Kampagne mit dazugekommen. Zu Zu der Shadowrun, Shadowrun. ne? Und dann glaube ich, habe ich immer vorgeschlagen, hey, ich könnte ja für euch mal einen One-Shot machen, glaube ich. Und dann ist der One-Shot recht gut angekommen. Und Genau, und dann, dann ja. wurde halt mehr. Da wurde ein Warshot draus. Ein Campaign-Shot. Genau. Ja, wie gesagt, generell hatten wir da dann zwischendurch mal relativ viel ausprobiert gehabt. Kannst du noch an den einen Zombie erinnern beim One-Shot, der den Patrick ums Verrecken nicht kleingekriegt hat? Ja. Aber das hatten wir auch mal bei unserer DSA-Gruppe gehabt, dass dann ein Magier mit seinem Stab, der eigentlich nicht so wirklich darauf ausgelegt ist, der hat halt mit dem Stab mehr Leute plattgehauen als unser Krieger, weil der einfach die ganze Zeit Scheiße gewürfelt hat. Natürlich Shit. Ja. Batsch. So, ein kleiner Zauber, was Ist na kannst du? natürlich scheiße, wenn man scheiße würfelt. Ja. So, ich gehe nochmal kurz in die Stadt Zeug verkaufen. Ja. Ja, man sollte vielleicht das Portal treffen. Aber da habe ich mittlerweile auch aufgehört, mich drüber aufzuregen, weil kannst du Bringt ja ja auch nichts, nicht ne? allzu viel. Ja, genau. Die Du kannst ja Würfel werden nicht nicht besser. beeinflussen, wie gut du wirfst. Genau. Das traf ihn kalt, tatsächlich. Ja, schon her. Moment, dann zack, einzahlen. Ja, wieso das? Da kam gerade ein Fanatiker entgegen. Dem Fanatiker haben wir gleich eine über die Rübe gedroschen. Ja. Na dann. Dann braucht man erstmal. Leben. Ganz dringend. Wir brauchen jetzt erstmal den schwarzen Tempel. Irgendwo haben wir auf der falschen Ebene für den Spaß. Ja. Hierophant. Aha, Alter. Glaube, ich habe erstmal die Nachtfürsten hier platt. Bist irgendwie immer noch auf der falschen Ebene. Ja, ich sehe es. Wir meinen Abgang. Da hinten scheint was zu sein.
mal gerade zur Unterstützung her. So. Zack. Die haben wir geschmeidig eingekreist. Ja. So, was haben wir da? Da haben wir ein Portal, okay. Ach Gott. Ne, warte mal, ich hab's glaube ich aber noch nicht. Logbuch? Was haben wir da? Vernichten Sie den Hohen Rat. Was er ist nicht ohne. Na, den Brunnen hebe ich mal noch auf. Sand ist nö. Ja, der Hohe Rat, der müsste da in der Mitte gleich drin sein. Ja, ja. Ja, wir sollten dann erstmal hier den Rest zerlegen. Eine Situation wie diesen würde ich mir wünschen, die wäre Fernkämpfer. Ja. Ich meine, ich hätte... Kann ich mal gerade gucken, ob das fernkampfmäßig besser wird. Geht. So, dann rücken wir mal dem Hohen Rat mal auf die Pelle. Ja. Warte mal, wie viel Heilung habe ich noch? Ich hab 4 Heiltränke. Oh. Na gut, hier unten ist ja noch ein Brunnen. Oder wie, warte, wir können auch erstmal rechts hier nochmal rüber. Hier noch Schätze. Schätze und Gegner, so wie es erscheint. So, Herr Übelhand. Über den Pflege. Moment mal. Dann haben wir jetzt sicher alles. Kalims Willen ist dann das kombinierte Teil, ne? Genau, ja. Da müssen wir halt alles packen. Dann Hohen Rat noch terminieren und dann haben wir es dabei. Ich mich terminieren. Hauen Sie ein bisschen aufs Maul. Ja. Ja, nicht, nicht so freundlich. Das ist nicht gut. Dann gehen wir halt auch mal auf Fernkampf. Habt ihr jetzt davon? Ihr wollt mich nerven, dann nerv ich zurück. Aber wir müssen noch mit Deckard noch mal reden. Ja, aber den können wir machen, wenn wir den ganzen Spaß hier abgeschlossen haben. Ja. Der Hohe Rathaus sagt, der ist wahrscheinlich über den Fluss dann drüber, oder wie? Ja, wie gesagt, ein paar haben wir schon erledigt. Ach so. Das sind glaube ich 3, 4 und ein, der das in Dings liegen hat fallen lassen. War einer davon. Ach, die gehören zum Hohen Rat, alle, ja. Okay. Der Kultpflegel, der kommt ganz schön was. Der ist nicht schlecht, das stimmt. Aber den behält man leider nicht, ne? Nee. Obwohl, du kannst, ich glaube, also du kannst ja nachher, wenn du den kombinierst, weiß ich das nicht gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück zum Verkauf. Achso, ja gut. Machen wir die restlichen. Na ja, gut. Ja, spar mir gerade die Rolle und. Ja. Total. Der Reisepunkt ist ja nicht weit weg. Nee. Wartung die. So, dann erzähl mal, Decker. Wird Kalims Flegel mit dem richtigen Zauber behandelt, kann er die hypnotische Kugel zerstören und den wahren Weg zu Mephisto sichtbar machen. Legt ihn in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Auge, das Herz und das Gehirn. Nutzt dann die Verwandlungskraft des Würfels und ihr erhaltet Kalims Willen. Ja, alles klar. Dann basteln wir das doch mal zusammen. Ah, machst du jetzt schon? Ja. Ja, dann.
Und da braucht man jetzt alles, ne? Genau. Also, zack und. So, Knüppelklasse, sehr schneller Angriff. Alims Wille. Jetzt ist das Teil irgendwie schlechter geworden. Aber jetzt kann das halt nachher das Ding öffnen. Nehme ich es schon mit oder ne? Ich glaube, ich pack's erst mal Bist zurück. sogar besser geworden. Holy shit. Ja. Okay. Ja, dann schauen wir mal nach diesem hohen Rad, ne? Genau, dann haben wir den erst. Warte mal, ich kaufe noch einen. Nee, ich brauche nichts. Dann Warte mal, haben habe wir ich den irgendwas, was hohen. ich abgeben möchte? Dann haben wir dem hohen Rad eine Delle in den Hut und dann schaut es doch gleich viel besser aus. Das denke ich allerdings auch. Ja, okay, ja. Lohnt sich nicht, das jetzt noch abzugeben. Wart mal noch gerade auf die. Bin schon wieder da beim. Achso, da oben, okay. Ja. Also man kann ja sagen, dass man wohl ein schönes Ambientkampf damals schon erzeugen kann. Auf Im jeden Spiel. Fall, ja. So, dann. Warum bist du grün? Giftet. So. Ja gut, ich glaube damit ist der hohe Rat auch überstanden. Irgendwie schlimme Erinnerung tatsächlich. Naja. Riesenakt. Halt, bitten Sie Kane um Hilfe. Okay. Wir müssen eh nochmal zurück. Ja, dann tackle ich mal gleich zurück, oder? Dann können wir identifizieren. Ich bin voll. Ich Welch kann nicht. wunderbare Leistung! Ihr habt Kalims Willen erschaffen. Benutzt ihn, um die hypnotische Kugel zu zerstören und den Weg zu Mephisto zu öffnen. Möge das wahre Licht euch auf euren Wegen leiten. Es war wichtig, Kurast vom Rat der Zakarum zu befreien. Aber es liegen noch mehr So, dann Aufgaben vor euch. identifizieren wir den ganzen Mist. Auch die hypnotische Kugel muss zerstört werden. Diablo und Okay. Baal dürften ihren Bruder Mephisto inzwischen fast gefunden haben. Ich Ihr habe eine dürft keine Zeit Zweihand-Axt verlieren. mit schneller Angriffsgeschwindigkeit plus 1 Beherrschungsfähigkeit plus 10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und ich habe gesagt Damage 16 bis 27. Ein bisschen. Ja. Ja. Ja, hau mal grad raus. Moment, ich schau bloß kurz, was der Rest noch ist. Ein Zweihandschwert, okay. Das kann jetzt. Das Zweihandschwert kommt tatsächlich weg, das ist nämlich ziemlich scheit. Bitchin. Okay. Ich bin überladen. Erst halt auch wieder. Ja, mei. Weil die hält ja dann auch noch. So, jetzt sind wir bei 49 bis 100. Ich glaube, ich habe was Besseres. Okay. Eine Pike ist keine Axt, aber Maximaldamage 63, 10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und Blitzwiderstand. Der Damage ist gigantisch mit 63, würde ich sagen. Ich schmeiße mal hin. Ja. Weil tatsächlich ist die schlechter. Also der Angreifenwert wird zwar hochgehen, aber maximale Schaden runter. Na gut, aber die Aber Pike, ja. glaube ich, die macht nur Ich Damage. kann nicht noch mehr tragen.
Ja, allerdings geht dann mein Wert wirklich von 860 auf 500 runter. Der Angreifenwert. Okay. Ja, das ist wieder, da ist halt dann der Bonus von der Axt weg. Ja. Da ist das, glaube ich, auch nicht so brauchbar. Nee. Dann Dann, ja, lassen's. schmeißen wir es halt nochmal hin, dann kannst du auf, was waren von mir? So, was gleich hin für das ganze Zeug? Naja. Feuerwehrschein Ach, plus klein. 4%, der kann eigentlich. Ach, Kleinvieh macht Mist. In Genau. dem Fall macht Kleinvieh nur Mist. Kleingeld ist auch Kleingeld. 120.000. Will ich mal ein bisschen würfeln? Ich glaube, ich möchte. Und zwar lacht mich ein besserer Gürtel an. Wäre, glaube ich, echt nicht so verkehrt. Hat er eine Quest Und Lore mitgenommen? Quest. Ah ja. Ja, suchen Sie die sechs Tempel im Ba. Was kann ich für euch tun? Du siehst die Quest, ne? Hm? Ja. Na gut, wir haben ja schon welche. Ist halt die Frage, ob die da rein sollen. So eigentlich. Na, wir können ja mal gucken, ob wir noch welche finden, die wir noch nicht hatten. Wir nicht dürfen wir die ganzen fucking Tempel nochmal durchgehen. Die sind ja schon aufgedeckt. Ja, aber ich meine durchsuchen. Ja. Hoffen wir mal gerade tatsächlich noch ein paar Heiltränke. Okay, durchsuchen Sie die sechs Tempel im Basar, Oberkuras und den Damm nach Leine. Ja, okay, da haben wir Schön, hier euch zu dann sehen. faktisch falsch, wenn wir. Dann machen wir tatsächlich, also ganz ehrlich, dann machen wir es so, das teilen wir einfach auf. Ja, obwohl ich glaube, es mal sechs mehr sind, wenn wir zusammen durchgehen, einfach weil wir unsere gegenseitigen Boni ja mitnehmen können. Stimmt. Dann gehen wir doch erst einmal zu dem Damm, zu den zwei Tempeln. Oder waren beim Warte Damm? mal, ich habe jetzt den Flegel schon wieder vergessen. Na, ich hab mal dabei, wir brauchen plus one. Na, dann geh mal zur Kugel, hau mal drauf, gucken, ob das funktioniert. Warum sollte es nicht funktionieren? Weil der, glaube ich, also der, glaube ich, weggeht. Das heißt, müsste meinen, glaube ich, auch noch drauf hauen. Ah, ne. Also meine ist weg. Ja. Deiner? Werde ich dann gleich sehen. Ich habe meinen ja nicht mit. Sagen wir so, wenn du deinen nicht haben willst, ich nehme ihn gern, weil der ist Ja. erheblich besser als ich. Ja, dann weißt du, dann gucken wir gerade nach. Jo. Nee, der ist weg. Ja, scheit. Aber war ja zu erwarten. Gut. Also dann erst einmal zum Damm. Damm, 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 Damm. Weil ich glaube, die Tempel haben wir alle abgegrast gehabt. Ja, ich glaube, wir waren ziemlich überall drin. Was war? Vor allem, warum kommt der jetzt mit der fucking Quest? Also ich bin jetzt halt im Rechten Ja, davon. ich hab's gerade noch gesehen. Theoretisch müsste ja dann hier irgendwo eine Dings sein, eine Schatztruhe. Die waren ja auch glücklicherweise nicht so groß. Nee, jetzt schon mal vor, da hätte jeder noch. Fünf Ebenen. Da war eine Schatzkiste oder war bloß Gold? Ja. Okay, der hat schon mal nichts gebracht. Lass einen Reliquienstein. Oder eigentlich dürft ihr ja auch kein.
sein. Jetzt fangen wir zum Reimen an. Ja, ah, ja. Ist wieder zum Pumuckl. Steinhaufen, ich mein, man weiß ja nie. Ich glaube, das schaut auch schlecht aus. Ja, vielleicht haben wir schon beim Kurast oder beim Basano an übersehen. Wieso? Uns fehlt ja noch ein Wegpunkt. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben 4 Reliquienschreine insgesamt bis jetzt durchgeschaut gehabt. Ja. Da oben ist noch einer. Ist Nummer 3. Aber ja, wie gesagt, indem wir die ja durch haben, sollte das ja kein allzu Axt mehr, Akt mehr sein. Typisch Barbar, denk bloß mir an die Axt. Genau. Ui! Hi! Gelbe Zweihand-Axt droppt einfach mal so vom Ding. Ah, nett. Okay, 16 bis 36 Damage, plus 50% erhöhter Schaden, erhöht Schaden um 2 bis 9, 4% abgesaugtes Mana pro Treffer und gesockelt 1. Okay, cool. Vollzeit. Da würde ich glaube ich tatsächlich auch erstmal einen Sockel, also was beim, was reinhauen. Ja, bitte, gönn dir. Wieder zurückgehen. Gönn dir. Okay, da ist lauter Shit. Wer wo ist denn jetzt überhaupt? Ah, okay. Dann machen wir das mit den Schreinen nur durch und dann müsste ich mich verabschieden. Mhm. Schauen wir mal. Und dann mache ich halt Mephisto dann immer länger. Ja, vielleicht guck ich. Weiß nicht, ob sonst noch irgendwas zu tun ist vorher. Vielleicht können wir das dann auch tatsächlich bis zum nächsten Mal noch auf. Das ging ja. Genau, wenn jetzt halt noch irgendwas ist. So. Vor allem Schaden ist bei dem Ding vielleicht auch gar nicht. Das war einfach ein bisschen ein Tempel. Obwohl, wir können mal gerade mal die Werte nochmal vergleichen. Ja, das macht sehr bemerkbar. Sind allen Werten jetzt besser. Freut mich. Guten Tag. Ja. Angriffswert um 200 erhöht. Guten Tag. Schaden um 200? Ja, also jetzt bin ich von 800 auf 1000. Eieieiei. Und der Schaden ging dann von 46, von 42 auf 58 minimal und von 16 auf 130 oder so, glaube ich. 120. Nett. Siehst du mal, was ich alles finde. Genau. Lohnt sich ja fast nicht mit. Tada! So, gehst du rüber? Gut. Also, da im Westen ist gar nichts. Mhm. Ah, da kann noch so ein Schrein sein, da. Bist du ein Schrein? Bist du ein Schrein? Du bist... Kein Schrein. Ja. Da hinten könnte noch was sein, aber achso, du meinst, da wäre nichts groß. Da hinten ist gar nichts, das ist das Problem. Ja.
Ich mag dieses Fuck, diese fucking Map nicht. Jetzt geht's ja, wie gesagt, das ist im Dschungel war etwas nerviger. Etwas? Ein paar Prügler. Aber ich brauche irgendwas, was mir Damage macht. Ich habe das Gefühl, ich hau mit dem fucking Löffel auf die Dinger ein. Ah. Ja, wie gesagt, hier, die neue Axt macht sich gerade gut. Ja, freut mich. Also irgendwo, glaube ich, habe noch einen Schränk. Ja, genau. Das. Gut, dann hoffen wir mal, geht noch was ab. Ist. Ja. Also, verschaffe er mir Einlass. Vergessener Reliquienschrein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der ist. Ja. Heulbestie. Gesockelter Brustpanzer. Ich weiß ja nicht. Also anscheinend ist in jedem Gebiet sind zwei Tempel. Auf Damm 2, hier 2 und dann auf dem Bazar 2. Ja. So, der Spinnenmagier noch. Breitachs kann ich gleich wieder weghauen. Würde mich wundern, wenn die irgendwas reißt. Hier ist dann wieder Truhen. Also sagen wir so, die ist blau, also so viel wird die nicht reißen. Ja. Obwohl, wie gesagt, je nachdem, was für ein Level es ist, hatte ich ja auch schon mal welche, die dann auf Blau besser waren. Ja, freilich. Ist ja bei Diablo 3 genauso. Genau. Das ist irgendwann der Standard-Shit besser als ein Legendary. Mhm. Oder haben wir das auch? Ich glaube, das schaut wieder schlecht aus, hä? Ja, fuck. Dann ab zum Bazar. Aber heute, bei der Session, habe ich eindeutig mehr magische Gegenstände oder bessere Gegenstände gekriegt als letztes Mal. Oh, hallo, wer bist du denn? Aber. Komm. Put, komm doch, ja. Zwar am ersten Mal so nervig als Krieger, weil da die, gelbe Stiefel. Weil dann irgendwie gerade in den letzten Ebenen so viel Fernkämpfer waren und du dann immer hinterher rennen musst, du die halt irgendwie die Ecke drängen musstest. Was kennen die? Die Stiefel? Moment, Verteidigung 2, jedes Mal. Ja, plus 10 Erholung, Stamina-Heilung, Blitzwiderstand plus 10, Feuerwiderstand plus 20. 10% Chance, einen magischen Gegenstand zu erhalten. 15. Ja. Die gut, können die weg. Die kannst theoretisch nehmen wir zum. Wenn ich Plastertruhe hätte, könnte ich sie aufheben, aber für diesen Umständen eher nicht. Haltring habe ich jetzt auch erstmal genug. Da bringen wir nochmal. Was habe ich im Moment wieder irgendwelche ätherischen Sachen dabei? Guten Tag. So.
Halt, warte mal. Ich komme hier einfach zum Basahi teleportieren übers Ding. Ach, die Handschuhe tatsächlich. Okay, Basar. Ah, Doch mal. genau. Aber die Nein. Handschuhe haben den Vorteil, die reparieren halt eine Haltbarkeit in 33 Sekunden. Das heißt, da ist egal, dass die Nee. tierisch sind, die gehen halt einfach nicht kaputt. Ja, gut. Ja, reparieren die dann wirklich dann sich selber, ist die Ja, genau. Frage. Die haben Haltbarkeit 8 von 8. Ah, gut. Weil das Ding, das war natürlich lustig, sonst hast du die auch repariert alle 33 Sekunden und dann ätherisch, ja, kann nicht repariert werden. Ja, genau. Das war ein bisschen bescheuert, wenn das. Da. Ich bin in einem letzten Tempel drin. Ah, okay, das habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt, wo du jetzt raus bist. Wo ungefähr? Ich mach's Portal. Dann. Zurück bitte. Hi. Fleischjäger. Gut, je nachdem, was ich einkaufen gehe, bin ich das auch meistens. Apropos einkaufen. Nur und ich gingen morgen einkaufen, weil wir haben so gesagt, wir werden die Woche mal ein bisschen kochen. Damit Oma mal ein bisschen auslasten. Wenn wir schon beide Urlaub haben. Ja, dann kann man auch mal ein bisschen reinhauen, das stimmt. Je nachdem, was die Armbrust kann. Zweihandschwerter sind ja, glaube ich, nichts für dich. Obwohl, das kann man wohl auch einhändig führen. Das Zweihandschwert. Level 1 Zähne. Okay. Also ich hätte den Flamberger. Ist der Flambärisch. Verdammnis. Aha. Na, du Einen kannst bloß Schaden zwei Hand. 13 bis 23. Ich konnte nicht einhändig führen. Okay. Ich habe die Armbrust hat 12 bis 22 Damage. Plus 38% erhöhter Damage. Treffer verlangsamt Mon veranlasst Monster zur Flucht. Blitzwiderstand plus 6. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei der anderen Axt. Achso, ne, die Armbrust war das, ne? Jo. So. Die macht wie viel nochmal? 12 bis 22. Ne, ich glaube, das ist meines Erachtens besser. Ja, 13 bis 30 plus 43 oder 46% erhöhter Schaden. Plus 7 zu maximalem Schaden, plus 12 zu Angriffswert. Und ich habe jetzt den fucking Folianten. Ah ja, ist. Ja, dann reden wir noch mit Alkohol. Im letzten. Warum muss sowas immer da sein, wo man zuletzt sucht? Die Logik. Guten Abend. Ja, was mich betrifft. Okay, das gab's jetzt. Okay, das hat jetzt ein paar XP gegeben, Genau, für also mehr ein Level Loot halt. verteilt. Ja. Naja, man nimmt, was man kriegt. Genau. So, dann verkauft man noch und dann bin ich raus. Ach, die Uhr. Na ja, gut, anderthalb Dreiviertel Stunden haben wir neun, noch. glaube ich. Aber vielleicht machen wir dann doch noch Mephisto. Ja, ich nicht. Guten Abend. Also soll ich die Armbrust zum Teufel an. Ja, genau, hau raus. Na dann. Guten Abend. Du kannst Ich ein muss mal dann wieder Budget sagen, habt. wie weit das gekommen bist, ne? Genau, ja, aber. So, dann reparieren wir noch mal fix. Magifix. Magie. Aber glaube ich auch nicht mehr so viel da. Also Magie an. Ja. Wir im Garten tatsächlich ein Magikraut. Naja. Naja, wie gesagt, als Saarländer brauchst halt immer Magie im Haus. Ja, schon wieder. Haben wir immer.
Ja gut, aber dann werde ich mich mal verdrücken. Genau, ja, vielen Dank fürs dabei sein. Ja, immer gern. Dann Hat wünsche sich ich ja auf mal jeden wieder Fall, gelohnt. auf jeden Fall. Dann wünsche ich viel Spaß und wenn's Dank, Dank. Diablo no, ah, ich mein Diablo. Ich glaube, Diablo Mephisto kriegen wir da nicht no, mehr hin. wenn's Mephisto no Blatt streckst, kannst du mir Ja. morgen sagen, wie weit das noch kommen bist, dass ich hinterher level. Genau. Kann ich machen. Gut. Okay. Also dann, bis morgen dann. Ja, Servus. bis dann. Ciao, ciao. Ja gut, Liebstöckel ist auch eine Idee. Vielleicht auch gar nicht. Ja, was haben wir denn Questbase? Tatsächlich ist ja nur noch Mephisto. Dann bin ich da noch mal gespannt. Jetzt fehlt mir halt wirklich der Schadensboost. Aber gut, ich meine, die Gegner sind jetzt auch schwächer geworden. Daher sollte das ja passen hinhauen. Reicht sich dann wieder aus, denke ich. Ifis. Ich mache jetzt noch alleine weiter, genau. Letzten 1,5 Stunden. Warte mal. Oh, der ist nur für Paladin. Glaube nicht, dass Steve den jetzt unbedingt will. Der war jetzt nicht besonders gesehen. Oha. Oh, hat's ihn schon zerlegt? Ihn fix. Na gut, wir sind gleich wieder da. Ich brauche jetzt wieder einen Begleiter. Das ging jetzt echt schnell. Na gut, es fehlt ja eben auch der zweite Fernkämpfer gerade. So, mein Lieber, wie teuer bist du denn zu wiederbeleben? Guten Tag. 1300. Aber haben die den jetzt mehr oder weniger gewone-shottet? Vielleicht soll ich mir da noch ein paar mehr Portale hier hinsetzen. Der ist sicher. So, und schauen wir gleich mal. Ich zerleg's halt auch hier. Ah, okay, du warst wahrscheinlich, ne? Du darfst doch gerne mal so ein bisschen warten. Na gut, 38, ich glaube, mal direkt knicken. Na komm, das brauchen sie jetzt nicht. Da vollmühlen.
Gehen wir es mal langsam vor, dass wir euch so einigermaßen einzeln rausholen können. Gerade das Einfrieren macht sich jetzt hier doch wieder sehr be. Hallo, Kadaver! Nee, nicht hier reinlaufen. Komm zurück, komm zurück. Ja, ihr macht einfach zu viel Schaden. Schau, da gegen so ein Special-Typ hier. Wir gucken einfach, dass du nicht mehr zauberst. Ja, das sieht ordentlich ab. Ich meine, zum Glück ist es jetzt nicht allzu weit, aber ich befürchte, da kommen halt auch noch mehr nachher. Ja, das wird noch ein. Ich glaube, es hat ja auch mindestens 2 oder 3 Level. Guten Tag. Dann einmal Heilung. Guten Tag. Hatte ich noch. So, habe ich den Dings noch dabei? Na gut, da haben wir ja fast die Kosten fürs Wiederbeleben wieder drin. Vielleicht sollte ich dann hier unten auch mal auf Fernkampf gehen, dass wir die halt ein bisschen einzeln angehen können. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, der Brunnen kann jetzt mal ein Brunnen sein. Wir gehen in den Fernkampf. Runde geballert. Ja, Giftwiderstand. Brauche ich eigentlich was gegen Feuer? Da wieder freue ich dich gegen. Gefühlig. Ja, ja. Jetzt nicht so unbedingt. Ich meine, so im Großen und Ganzen bist du ja schon mal nicht verkehrt, mein Lieber. Du kriegst halt tatsächlich noch verdächtig viel ab. Du hast ja schon was Gesockeltes. Aber zumindest kann ich jetzt mal in Ruhe looten. Zeug mitnehmen. Dass das mir jemand wegnimmt. Ruhe. Dann muss ich ja doch mal wieder Schlüssel sammeln bei Gelegenheit. Rückziehen. So, und die Magier weghauen. Ja, ich glaube, das mit dem Fernkampf ist gar nicht. Das ist doch schon mal nicht. Also wenn wir jeder vorstehen, dann brauche ich auch keinen Fernkampf. Ja, ich glaube, das Problem ist halt echt, dass wir die
Oder die sinnvollere Taktik ist, die halt so ein bisschen einzeln. Wenn wir können dich ja auch noch heilen. Da schnell genug bin. Aber dann schaltet er wegen zwischen den Szenen um, sie fällt mir gerade nochmal ein. Aber das ist ja egal. Das kann man wieder zurückstellen. Ja, aber es läuft. Wir kommen ja doch dann ganz gut voran. Auf nicht zu viele sind. Das Einfrieren ist halt echt gut hier gerade. Oh, lass du jetzt schon wieder drauf? Ah, wenn du hier schon wieder Zeug isst, ist das ja auch. Einfacher Vollhelm. Werde ich da Vollhelm? Dann ist das ja egal. Hier kommt dann irgendwann nochmal weg. Wieder so viel Schlüssel. Okay, dann werden wir gleich nochmal eine Runde Schlüssel verkaufen. Sollte erstmal gucken, was hier. Noch so. Also da ist dann erstmal Ruhe. Weil Magier oder so. Gönn dir mal etwas Verteidigung. Ja, doch, das geht auch ganz gut gerade. So, sehr fein. Kriegt einen noch einen Heiltrank als Belohnung. So lobe ich mir das. War dann so viel zu, hier geht's dann nicht mehr so großartig weiter. Bin ich vergiftet hier noch. So, ich bin die, dann ein paar Heiltränke bitte. Dankeschön. Wo wir mal Zeit dafür haben. Aber gut, das können wir dann ab. Haken hier unten. Heilung gewesen. Na gut, eventuell brauchen wir die noch. Wenig zu langsam. So, Schlüssel nicht. So, mein Lieber, ich bräuchte mal Unterstützung. Also, du bist irgendwie, was die Bindung angeht, nicht mehr so mit dabei oder hängst du mal so ein bisschen her?
Ja, nicht so praktisch. Oh Gott, hier geht's runter. Nein. Dann lass uns mal noch den hier achten. Ja, ich glaube auf Level 3 war Mephisto dann, wenn ich es drauf habe. War alles soweit, ja. Gut, dann haben wir die abgeschlossen. Da haben wir dann Punkt irgendwo. Mal wieder eine ganze Menge verschlossene Sachen. Natürlich. Nimm das Zeug da mal. Wie gesagt, es hängt der Server. Irgendwie der Server so. So, links, rechts, geradeaus. Na, gut. Hätte auch noch gerade gefehlt. Halt nicht viel aus, man halt auch. Warten die viel. Aber gut, ich meine, wozu haben wir so viel Haltring gefunden? Wir müssen ja auch irgendwann mal weg. Walte deines Amtes. Oh, noch ein Heißhauer. Hey, Level up, cool. So, dann kann ich mal austauschen gerade. Ja, fein. Ich glaube, dass ich jetzt gerne mal den Wegpunkt finden. Los. Heißt, bitte auseinanderziehen und einzeln zerlegen. Rumgeport, aber ich glaube, das wird auch so ein bisschen an dem Server-Lag hier hängen. Komm, lass die mal reinkommen. Brauche ich jetzt gar nichts mehr machen. Erledige die mal bitte. Gut, dass sie so langsam sind. Erstmal von. So, dann dürft ihr da mal weg. Hier unten ist es auch, dass ich schon. Denn das könnte der Wegpunkt sein. Bisschen grob. Ah, passt auf jeden Fall alles noch. Au. Schmerzen? Oha. Rückzug. Ja, Fernkampf.
So, und jetzt, wo ich so ein bisschen eben habe, bevor ich. So lobe ich mir das. Stärke. Nee, in einen Schadenspunkt, glaub, der reißt es nicht. Aber ich merke, es macht echt Sinn, hier sich langsam vorzubewegen und rückzuziehen. So, Integration können wir auf jeden Fall auch mal wieder gebrauchen. Ich glaube, dass ich auch wieder ein paar Schriftrollen so nebenher. Heilung bitte. Danke. Theoretisch auch ein bisschen schreien, mal noch so ein bisschen variieren, aber ich bin mit dem eigentlich ganz zufrieden. Passt eigentlich. Zugeben. So, haben wir schon Level 3. Okay. Noch der Wegpunkt. Soll da hinten irgendwo sein. Ganz anders. So viel dazu. Ich hab das Amulett. Ja, komm. Lass uns mal gerade gucken. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Nee, ich bleibe ein Weilchen. Tiere. Nicht so, das war. Nehmen. Packung Schlüssel nehmen. Das kann weg. Da muss ich mal irgendwann dran denken, die überhaupt mal zu nutzen. Oh, wir haben kurz vom Level ab. Cool. Das sehe ich jetzt alle meine Dings. Verbraten. Ah, sehr schön. Das können wir noch nichts verbessern. Da fehlt noch. Fehlt auf jeden Fall noch was.